Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gerade eben die wunderschöne Star Trek The Original Series in der Season 1 bis 3 Steelbook-Edition vorgestellt. Und wie mir diese Box gefällt und was ich für Kritikpunkte an dieser Box habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Also hier mal draufklicken. Hinten in der Infobox ist dazu auch dann das Link dazu. Und ja, in der Paketbox von Paramount, hier nochmal herzlichen Dank dafür, war noch was weiteres Schönes von Star Trek mit dabei, nämlich die neue Staffel von Star Trek Discovery Season 3. Und ja, bevor wir anfangen, erstmal muss ich hier wirklich einen großen Kritikpunkt aussprechen, nämlich wegen der Staffel 4. Die hätte eigentlich am 19. November bei Netflix erscheinen sollen, wurde aber kurzfristig abgesagt und nicht veröffentlicht. Weil nämlich Paramount Season 4 exklusiv nächstes Jahr eben dann bei Paramount Plus in Deutschland bringen wird oder auch allgemein weltweit bis auf Amerika, die können es jetzt schon gucken. Und das ist wirklich nicht schön, das ist kein Fanservice für Star Trek Fans. Und echt extrem ärgerlich. Ich habe mich eigentlich schon auf die vierte Staffel schon sehr darauf gefreut, gebe ich zu. Ja, auch Star Trek Discovery ist nicht die Serie, die ich eigentlich so erhofft habe. Einfach aus dem Grund, es ist für mich auch nicht so wie das Star Trek, wie ich es mir damals lieben gelernt habe. The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Originalserie, als auch die Enterprise. Ist natürlich schon sehr actionlastiger geworden und ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Ja, aber hier trotz alledem, große Kritik hier wirklich war, warum wurde es wirklich kurzfristig jetzt hier abgeschafft bei Netflix? Man hätte sie trotzdem veröffentlichen können und nächste trotzdem bei Paramount bringen können. Prodigy kommt ja auch erst nächstes Jahr, also hier echt extrem ärgerlich. Mal gucken, ob Star Trek Picard Season 2 ebenfalls bei Amazon erscheinen wird. Ich glaube auch noch nicht dran, denn da freuen wir eigentlich noch mehr drauf als auf Discovery. Aber gut, wir werden es sehen. Wir müssen einfach mal abwarten, uns als Star Trek Fans, also europaweit oder weltweit eigentlich bis auf Amerika, ja, die müssen die Arschbacken zusammenzwicken und einfach jetzt noch Geduld haben, bis halt eben Paramount Plus bei uns erscheint. Ein weiterer Streamingdienst, ich weiß nicht, ob ich es auch machen werde, einfach aus dem Grund, noch mehr Streamingdienste brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ich bin eigentlich auch kein großer Freund von Streaming, am liebsten habe ich es eben jetzt so in der Hand halten und mehr will ich auch gerade haben. So langt es mir völlig. Also gut, wir fangen an mit dem Unboxing zu Star Trek Discovery Season 3. Auch gibt es auch einen kleinen Vergleich, wie es auch dann zu den anderen zwei Staffeln noch passt. Auch da habe ich schon ein paar Kritikpunkte gefunden. Aber wie gesagt, ist meine persönliche Meinung und denke mal, auch einige werden es auch vielleicht auch verstehen. Ja, die dritte Staffel ist auch ab 16 freigegeben und hat eine Laufzeit von 673 Minuten und das Ganze spielt hier jetzt im 32. Jahrhundert, also wir reisen jetzt hier sehr weit in die Zukunft und gibt auch ein paar experimentelle Raumschiffe. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Folie auf oder ab und dann gucken wir uns mal an, was uns hier Schönes entgegenkommt und zwar ebenfalls ein Hochglanz-Steelbook, wie auch schon von den anderen Star Trek Staffeln von der klassischen Serie. Also natürlich schon ein kleines technisches Problem. Und ja, hier ein Hochglanz-Steelbook und auch mit Prägung. Auch hier wurde es wieder mit festgeklebt, mit diesen Klebepupeln, die mir nicht gefallen. Vor allem nicht auf Hochglanz, denn die lassen immer Rückstände übrig, wie auch jetzt wieder hier. So, allein. Und dann geht es mal auf die Rückseite. Auch hier schaut es sehr schwierig wieder aus. Und ja, okay. So schaut das ganze Steelbook aus. Und würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt mal in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Steelbook mal von ganz genauen an. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive. Hier schon mal das Motiv zu Star Trek Discovery Season 3. Und bevor wir das Steelbook angucken, gibt es erst einmal die Banderole zu besichtigen und erstmal hier die Inhaltsangabe zu der dritten Staffel, sowie auch ein paar Szenenfotos aus der dritten Staffel hier. Auch hier erschienen hochauflösende Bilder, kann man fast sagen, wenn man hier näher rangeht. Schaut wirklich sehr gut aus. Und haben wir hier über 2 Stunden Bonusmaterial. Aber was hier fehlt, ist auf jeden Fall die Short Tracks, die hier nämlich wieder fehlen. Weil es fehlen noch 2, 3 Stück fehlen auf jeden Fall noch und die sind hier nicht mehr dabei. Sehr, sehr schade mal wieder.
Und eben hier ein Autorenlogbuch, Michelle Paradise, dann Star Trek Discovery, die Reise von Staffel 3, verkümmert, Michael Burmans Sein, Kenneth Mitchell Vordringen, Brückenbau, Outtakes und Applaus. Und eben dann noch dann die Laufzeit, 673 Minuten geht es hier und ist auf Blu-ray. Dann haben wir hier noch dann die deutsche Tonspur noch mit dabei, 5.1, sowie auch Englisch ebenfalls 5.1 hier vorhanden. Hier haben wir hier dann die Untertitel noch. Und dann gucken wir jetzt mal das Steelbook an. Wie gesagt, auch ein Hochglanz-Steelbook hier. Und wir haben hier auch eine Prägung. Star Trek Discovery ist hier geprägt, wie ihr seht. Aber hier hätte man auf jeden Fall auch mehr machen können. Nämlich hier zum Beispiel die Sterne hätte man auch reinstanzen können. Oder auch das ganze Logo hier. Aber dafür schaut es auch wirklich trotz alledem sehr sauber aus. Aber natürlich auch sehr fingerabdruckgefährdet. Wie ihr seht, auch hier die Klebereste erkennen natürlich wieder sehr gut. Also hier kann man auch gerne was anderes noch ausprobieren von Paramount. Sehr ärgerlich auf jeden Fall hier, denn das bleibt auch immer meistens bestehen. Auch hier oben bei Star Trek ist ebenfalls dasselbe mit den Kleberesten. Dann haben wir hier eben dann Star Trek Discovery Season 3. Und irgendwie schaut das Ganze ein bisschen anders aus als bei den anderen Staffeln. Dazu auch gleich später mehr. Und dann haben wir hier eben dann der Spec Artwork eben hier. Michael Burnham, wo auf einem Planeten ist. Auch das Bild ist wirklich gestochen scharf, wie ihr hier seht. Wahnsinn, schaut wirklich sehr gut aus. Und ein paar ja, CBS-Logo noch dabei und der ERN-Code. Und dann schlagen wir hier mal auf und guckt euch das an. Wir haben hier nämlich die Disc 1. Und einmal hier zum Umklappen die Disc 3 und 4. Auch das ist sehr gut gelöst. Ich finde das sehr gut gelöst. Finde ich sehr schön so. Dann haben wir hier die Disc 1 mit den ganzen Folgen drauf, die auf dieser Disc enthalten sind. Dann haben wir hier dann die Disc 2. Auch das sehr gut gemacht. So nur auf Englisch. Und dann haben wir hier die Disc 3. Und die Disc 4 haben wir hier auch nochmal. Und da haben wir eben nochmal hier Special Features oder auch dann die zweite Folge noch von der Doppelfolge. Und jetzt haben wir hier auch ein sehr schönes Hintergrundmotiv hier, was mir sehr gut gefällt. Das machen wir was her. Und ja, das war das Steelbook. Und jetzt kommen wir mal noch zu dem Vergleich zu den anderen Steelbooks. Wir haben eben hier die Season 3, dann haben wir hier die Season 1 und die Season 2. So, ihr seht hier schon, es schaut wirklich ganz gut aus, passt auch einigermaßen zusammen, aber was mir nicht gefällt, ist leider der Schriftzug von der neuen Staffel, nämlich hier Discovery ist hier anders geschrieben als bei der alten. Ja, ich weiß, sie sind in die Zukunft gereist, aber trotz alledem, es ist einfach Star Trek Discovery und passt eigentlich auch so wesentlich auch besser zusammen als diesen neuen Look. Ich finde jetzt nicht ganz so schön. Dann drehen wir jetzt mal die Steelbooks mal rum. Wir haben hier wirklich ein wunderschönes Artwork hier auf der Rückseite. Mit Discovery schaut wirklich extrem fantastisch schön aus. Ohne Folie noch viel besser als mit Folie. Aber dazu könnt ihr gerne mal dann die Steelbooks-Unboxing angucken von den beiden Steelbooks von Season 1 und Season 2. Auch hier haben wir nochmal die Discovery vorne drauf. Auch das schaut sehr schön aus. Auch hier auch schöne kräftige Farben. Und dann haben wir eben hier nochmal dann das Schlussende, die Michael Burnham. Und muss gestehen, da hätte ich mir eigentlich auch gerne nochmal ein Raumschiff gewünscht. Halt zum Beispiel die Discovery A zum Beispiel wäre jetzt hier cool gekommen. Anstatt eben hier Michael Burnham. Finde ich jetzt. So, soviel dazu. Jetzt gucken wir uns nochmal noch dann die Spines an. Und da fällt es auch gleich mal was in den Blick. Ja, es passt nicht wirklich gut mehr zusammen. Einfach aus dem Grund, hier seht ihr schon, die sind verschieden groß. Also Discovery Season 1 ist auch ein bisschen kleiner als das von der zweiten Staffel. Und hier Discovery Season 3 ist hier wirklich extrem lange gezogen, eben wegen dem neuen Schriftzug von Discovery. Gefällt mir jetzt persönlich jetzt nicht so. Vielleicht bin ich mit einem Monk in mir, es kann natürlich auch wieder sein. Auch ist hier das Paramount-Logo ein bisschen weiter unten. Ja, ein bisschen ärgerlich, gebe ich zu. So schaut das Ganze aus. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass auch hier
dass das Discovery-Logo genauso ist wie auch hier auf der Season 3. Wäre wirklich sehr schön gekommen. Aber gut, haben wir sie leider nicht. Ja, das war auf jeden Fall dann die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Und damit geht es mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun das Steelbook zu Star Trek Discovery in der Season 3. Großer Pluspunkt auf jeden Fall, dass auf jeden Fall hier die Discs nicht gestapelt sind. Negativpunkte, ja leider das Logo von Discovery hat sich geändert, auch das Bein passt nicht so ganz zusammen zu den anderen Steelbooks und auch das Backartwork hätte mir auch jetzt zum Beispiel jetzt die Discovery A wesentlich besser gefallen. Aber ansonsten trotz alledem ein sehr schönes Steelbook mit Hochglanz auch, mit Prägung und macht auf jeden Fall einiges her. Und mal gucken, ob wir die Season 4 auch noch im Steelbook bekommen. Ich hoffe es auf jeden Fall, denn wenn es dann bei Power One Plus ist, schaut es immer meistens schlecht aus bei den hauseigenen ja, Streamingdienst, dass irgendwas noch auf Disc kommt. Ich hoffe es wirklich sehr. Und jetzt noch lange warten auf die vierte Staffel noch von Star Trek Discovery. Wie fand ihr denn die dritte Staffel? Ich fand es eigentlich ganz okay, aber ich bin auch nicht so der große Fan jetzt von Discovery. Ich bin einfach ein Freund der alten Star Trek Sachen, gebe ich zu. Nicht so viel pompöses Zeug, etwas ruhiger angehen und entspannter. Ja, das war's von mir und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Steelbook findet und die Steelbook findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und Peace.